Ja, hallo und willkommen zu einer, ja, wie soll man sagen, Aufwärmrunde für DayZ. Und dafür habe ich mir was ganz Besonderes überlegt, oder was Besonderes eher gesagt. Und zwar gibt es in Garry's Mod einen DayZ-Mod, kann man schon sagen. Und ja, ich habe mal kurz reingeschnuppert und fand den richtig gut. Und ja, damit möchte ich mich kurz mal beschäftigen, also ich weiß nicht, wie lange ich den Part machen werde, je nach Gefühl. Vielleicht schneide ich das Ganze auch noch. Und ich muss ehrlich sagen, also was ich bis jetzt hier gesehen habe, ich hätte nicht erwartet, dass das so gut ist. Also Hut ab an die Macher von dem Mod. Finde ich sehr gut gemacht. So, und ich habe gehört von den Zombies, wenn man davon einmal getroffen wird, ist man direkt tot. Also anders als in DayZ, wo man noch ein bisschen überleben kann. Wir haben jetzt auch hier so einen kleinen Rucksack. Ich weiß nicht genau, ob man das Rucksack nennen kann. Unsere Taschen sind schon mit etwas gefüllt. Wenn ihr euch wundert, warum ich dort vielleicht noch Munition habe, die habe ich von einem, netten Menschen am Spawn bekommen. Und die Leute hier auf dem Server sind alle Englisch, glaube ich. Zumindest unterhaltet man sich hier in Englisch. Also erschreckt euch nicht, wenn ich meine Englischkenntnisse auspacken muss. Okay, dann würde ich sagen, wow. Also die Blitze finde ich ja schon mal richtig cool. Die sollten sie in DayZ auch einfügen. Und so Hintergrundmusik. Da muss ich nämlich nicht selbst noch welche hinzufügen. Oh, wir haben Munition gefunden. Rifle Ammo. Okay, 30 Stück. Ist ja ganz schön viel, oder? Das sieht mir hier so aus wie ein Munitionslager. Oh, ein Helikopter. Können wir hier einsteigen? Oder ist das eine Falle? Oh, ich muss VIP sein. Okay, naja. Okay, irgendwo müssen sie ja das Geld herbekommen. Hier gibt es ganz viel zu essen. Ich glaube, ich esse mal eine Melone. Wie kann man die nochmal essen? Oh, jetzt habe ich eine. Jetzt habe ich sie runtergeworfen. Das wollte ich natürlich nicht. So. Was haben wir denn hier? Jerrycan? Ich weiß nicht. Ich glaube, ich werde sogar langsamer. Ja, ich werde langsamer, je mehr Zeug ich mit habe. Bier. Oh, ich wollte es eigentlich wegwerfen. Mist. Aber jetzt haben wir wenigstens schon mal einen Baseballschläger. Und da ist die Musik verschwunden. Schade. So, dann schauen wir doch mal. Gewicht 10. Basic Melee Damage, Basic Melee Damage. Okay. Nehmen wir das doch mal. Gut, dann gehen wir mal weiter. Oh. Hier ist jemand. Oder? Ja. Ich glaube, hier ist jemand. Oh. Will der mich totschlagen? Der will mich totschlagen! Weg hier! Oh mein Gott, warum sind die alle so unfreundlich? Ich hätte ihn doch schon vorher töten können. Wäre ich nett gewesen. Nee, wäre ich nicht nett gewesen, so rum. Au, das kann doch nicht sein. Jetzt muss ich ihn wohl oder übel töten. So, jetzt ist Ende im Gelände. Au. Es leckt aber schon ein bisschen hier. Los. Stirb. Stirb. Warum stirbst du nicht? Das gibt's nicht. Nein. Ich bin gestorben. Und weiter geht's. Oh je. Yeah. Ich glaube, das nächste Mal, wenn ich jemanden sehe, renne ich direkt weg. Was haben wir denn jetzt? Jetzt haben wir gar nichts mehr. Jetzt haben wir sogar unsere Munition verloren. Oh je. Yeah. Hallo? Oh, voll der Leck. Hallo? Ah. Der guckt mich sogar noch an. Na, der kommt mir nicht ganz geheuer rüber.
Oh, was haben wir denn da hinten? Ah, wir sind wieder beim Spawn. Wow. Oh, wow, wow. Da sind ja sogar noch mehr gewesen. Da gehen wir lieber nicht lang. Zombie. Okay, das müsste doch das Spawngebiet sein, oder? Ich weiß es nicht genau. Sieht auf jeden Fall so aus. Oh, oh. Will er es jetzt schaffen? Ja, geschafft, okay. Schauen wir hier mal rein, was wir hier so Schönes haben. Au! Einen kompletten Rucksack? Wie kann ich mir den mitnehmen? Ich möchte gerne den kompletten Rucksack. Ja, das entschädigt uns doch, würde ich sagen. Habe ich jetzt den Rucksack mitgenommen? Ich weiß es gar nicht. Oder hat man den automatisch? Keine Ahnung. Painkiller. Die sind auf jeden Fall gut. Vielleicht finden wir heute sogar noch eine Waffe. Oh. Alles klar. Ist hier jemand? Okay. Also der Baseballschläger scheint ja doch nicht so gut zu sein. Müssen wir uns unbedingt nach einer besseren Waffe Ausschau halten. Oh, kriegt man hier viel Fallschaden? Nein, okay. Und ich weiß nicht, wie groß die Map ist, aber sie kommt mir auf jeden Fall sehr groß vor. Für eine Garry's Mod Map. Wobei, das könnte, wenn man das jetzt mal so anschaut. Ja, sie ist schon ziemlich groß. Und wir sind hier 32 Spieler oben. Und zwei davon sind sogar friendly. Das heißt, wenn wir denen begegnen, dürften die uns auf jeden Fall nicht töten. Hoffe ich doch mal. Wer ist denn das? Mighty Kebab und Jöria. Oder so ähnlich. Oh, was ist denn hier? Was ist das denn für eine Struktur? Passt doch überhaupt nicht rein hier, oder? Oh. Oje, was ist das? Ich verliere Leben. Oha. Okay. Ungewöhnlich. Sehr ungewöhnlich. Okay. Wie kommt das Schiff hier hin? Und wir können nicht mehr rennen. Oh oh. Jetzt wären wir eine sehr leichte Beute für jemanden. Ich könnte nicht mal wegrennen. Ich habe dreimal Painkillers. Ich glaube, die nehme ich schnell. Dann habe ich wieder volles Leben. Und dann schauen wir mal hier oben in das Haus rein. Ob hier irgendwas ist. Oh, da hinten ist sogar noch ein größeres Haus. Und hab... Oh, ist aber hochgelegen. Hier ist gar nichts. Okay. Von wo kommt dort eigentlich Strom? Hm. Okay, das ist ein Zombie. Und es fängt an zu regnen. Der Zombie steht genau vor der Tür. Hm. So ein Mist. Schauen, ob es hier eine... Oh. Männchen, da hinten gibt es auch noch eine Tür. Oh. Kann man hier rein? Nein, man kann hier nicht rein. Okay. So ein großes Haus und dann kommt man nicht in die Türen rein. Das ist schade. Das Spiel erinnert mich ein bisschen an Rust, falls es jemand kennt. Ist auch so ähnlich aufgebaut, würde ich sagen. So nicht in Anführungszeichen, sage ich mal, so Hardcore-mäßig, wie ich DayZ eigentlich bezeichnen würde. Weil DayZ ist echt... ziemlich cool. Davon werdet ihr auch mehr von mir sehen, falls dann alles so mit den Aufnahmen stimmt. Oh nein. Hier ist jemand. Oder? Bitte töte uns nicht. Okay. Ich
glaube, wir sind hier sicher. Was haben wir denn? Ein Fisch. Oh. Okay, das ist nur ein Zombie. Ich dachte gerade. Hier hat auf jeden Fall schon mal jemand alles sauber gemacht. Aber hier ist trotzdem noch jemand. Ich habe es gerade wieder gehört. Baseballschläger. Oh. Ja, der ist hier oben. Okay, dann gehe ich mal. Ich gucke einfach mal ganz oben. Oh. Na, Zombie, komm her. Komm hier. So. Und vorbei. Oh, noch ein Zombie. Okay, hier oben war anscheinend noch niemand. Oh. Hier ist jemand eine Shotgun. Oh, oh. Oh. Bitte nicht. Wie viel wiegt denn so eine Melone? Ach du Scheiße, ich glaube ich... Oh. Zombie. Ganz ruhig. Ganz ruhig, wir sind doch alle Freunde. Oh oh. Oh nein. Hello? Mitzi, Mitzi, Mitzi. Ich glaube, er ist neutral. Aber der hätte mich, glaube ich, auch vorher schon angegriffen. Schreibt doch nicht zurück. Ich glaube, ich esse jetzt erstmal was. Nein, nicht droppen! Meine Melone! Oh mein Gott! Mitzi? Oh mein Gott! Scheiße! Don't kill me, don't kill me, bro! I'm friendly! Scheiße, weg hier! Nein! Bro, I'm friendly! Rennen! Okay, das war's für heute. Dann hoffe ich, euch hat's gefallen. Und ja, wenn ihr noch mehr davon wollt, dann einfach in die Kommentare schreiben. Ansonsten werde ich hauptsächlich nur noch DayZ dann wahrscheinlich bringen. Als dieses Thema, sage ich mal. Und dann sehen wir uns einfach beim nächsten Mal. Und reingehen.